Aiho und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde, zur Castle Story, unserer großen Planieraktion. Ja, nachdem wir auf dieser Seite wieder ein Einschlaflied haben, nein, weil, nachdem wir auf dieser Seite hier fertig sind mit dem Planieren fürs Erste. Also, wir haben die Höhe erreicht, die auch hier und hier und überall angebracht ist. Kümmern wir uns jetzt gerade halt darum, hier auf die Höhe zu kommen. Also es gerade viel Holz kostet. Durch unsere Baumaßnahmen hier. Also ja, da werden unsere letzten paar Stapel Holz gerade angebrochen. Während unsere Holzfäller selber auf dem Weg sind, Holz zu holen. Weil die anderen nicht mit der Holzlieferung nachkommen. Na gut, als nächstes werden wir den Wald hier fällen. Ah ja, da kommt jetzt wieder Holz. Und unsere Aufräumarbeiter haben auch ein kleines Reserve. Häufchen dahingelegt. So, hol du den noch, dann können wir das hier rüber verschieben. So, ich hoffe, da bewegen sie sich und holen das Holz. So, wie sieht's hier mit Bauen aus? Wird schön langsam. Wir werden aber noch viel mehr Holz brauchen als das, was wir jetzt gerade haben. Ja, zum Glück sind die Holzvorräte direkt neben unseren Holzlagern. So, die Seite ist auch soweit fertig, dass wir hier eine neue Leine planen können. Und ja, jetzt gehen uns langsam die Holzvorräte für den Bau aus.
Naja, dafür haben wir jetzt hier schon mal richtig schön geebnet. Bis auf das Fitzelchen hier. Keine Bäume mehr, keine Berge mehr. Eine fast glatte Fläche. Andererseits hier hinten, jenseits der Baulinie. Ja, ein paar Baumstämme stehen hier, liegen hier noch rum. Sie sind zum Glück alle lose. Also ich sehe nicht, dass wir irgendeinen Baumstamm übersehen haben. Man, überlegt euch mal, das war Wald hier, das war hier ein riesiger Wald. Hier war ein Wald, hier oben drauf war ein Wald, hier drauf war ein Wald. Hier war auch mal einer. Hier ist uns alles schon gewichen. Okay, wir sind ja auch schon 30 Stunden lang dabei, 31 Stunden sogar. So, kann ich die nächste. Linie mal planen. Ja. Das ist gut. Das ist das auch hier gut. So, alles zwei hoch. Ja. Perfekt. So, können wir den Clean-up mal entfernen. Und hier ein großes Woodcutting hinmachen. So. Dann mögen Sie Holz fällen. Mögen Sie Holz fällen und es aufräumen. Denn wir haben jetzt wieder hungrige Holzabnehmer.
Oh, das sieht auf jeden Fall wieder nach guter Akkordarbeit aus. Aber unsere Holzproduktion gegen unseren Holzkonsum ist trotzdem immer noch ziemlich hammerhart. Jetzt wird wieder gehackt. Oh, da ist ein Stimmchen. Tschüss, Bäume. Grüß die leeren Bestie von mir oder was auch immer da unten haust. Fische. Ihr auch. Und Flunk. Oh, die Sonne geht auf da hinten. Sehr schön. Oh, sieht der Sonnenaufgang von hier aus schön aus. Wir sehen ihn endlich mal auch richtig. Es sind keine Wolken im Weg und wir verpeilen ihn nicht. Vor allem da, wie sich die Sonne im Meer spiegelt. Ah, das sind die schönen Seiten von Castle Story. Hey, guck mal, wir produzieren jetzt langsam wieder Holz. Also, dass wieder ein paar Stacks gefüllt werden. Bringen wir das mal ein bisschen auf eine Linie. Oh, der Wald hier ist schon fast weg. Und ihr wisst gerade nicht, wohin mit den Bäumen. Ja, das stimmt leider. Im Augenblick haben die jetzt nicht viel zu tun.
Ja, Mauli muss ich echt warten, bis das Holz abgeholt wurde. Also verarbeitet wurde. Jedenfalls das, was hier rumliegt. Und ein Teil von den Stapeln. Der Abflug denn hier, bitte? Schnapp du dir mal den da. Der liegt nämlich auch noch gerade so fehl am Platz. So, das heißt, es ist mal wieder Sprengzeit. Nun kann ich euch so lange bitte woanders hinpacken. Geht mal darüber. So, du brauchst Bomben. Na, mal sehen, wie gut dein Wurf wird. Okay. Ach, Hydra sogar habe ich erwischt. Mit den Bomben. So.